Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich als Beilage Reis und habe gedacht, ich werde heute euch gleich das Video machen, weil da haben mich schon viele mal gefragt, Luba, stell doch mal dein einfaches Rezept für die Reisbeilage mal rein. Und das ist wirklich kein Hexenwerk, es ist sehr einfach und schmeckt ob als Beilage oder als selbstständiges Gericht, kann man ein bisschen mit den Kräutern verfeinern und so weiter. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Dafür habe ich jetzt genommen eine Tasse, einfach zum Messen. In diese Tasse hat jetzt reingepasst 250 Gramm Landkorn-Spitzenreis. Ich mag diesen Reis, weil er nach dem Kochen so locker auseinanderfällt und nicht klebrig. Kann man natürlich auch anderes Reis nehmen, wenn ihr zum Beispiel den nicht mögt. Und dann zum ganzen dieses Aussehen, aber auch fürs Geschmack, nehme ich eine kleine Zwiebel, Möhre, und ein bisschen von Zitronensaft. Zitronensaft gibt auch Geschmack und diese ganz leichte säuerliche in diesem Reis wirklich zum leckeren Geschmack. Von den Gewürzen nehme ich nicht sehr viel. Einfach ein bisschen Pfeffer, nach Geschmack Chili, Cayennepfeffer oder mal Paprikarosen scharf nimmt. Dann Salz und wenn ihr mögt, wenn ihr als selbstständiges Gericht macht, dann könnt ihr auch von der Gemüsebrühe so ein Teelöffelchen dazu geben. So, jetzt gehen wir einfach ans Herd und werden wir das alles anbraten. Aber erstmal schneide ich ganz klein Zwiebel und die Möhre reibe ich auf die grobe Reibung. Zum Anbraten kann man Butterschmalz nehmen oder ich nehme einfach Mazola-Öl. So, die Zwiebeln haben wir fertig und jetzt noch Möhre reiben. So, Gemüse haben wir vorbereitet. Jetzt gehen wir noch ans Spüle und spülen unseren Reis richtig gut ab. Am besten ist es in eine Schale reinmachen, mit Wasser richtig abspülen und dann auf den Sieb geben, dass ihr seht, dass das Wasser klar ist. So, unser Reis ist jetzt auch fertig und jetzt können wir ans Herd gehen und unseren Reis zubereiten. Nehmen wir uns ein Töpfchen, wo wir werden das zubereiten und geben wir da Öl oder Butterschmalz, wie ihr mögt. Lassen wir erstmal Öl heiß werden und dann braten wir erstmal den Zwiebel ein. So, schauen wir mal nach. Ja. Und braten wir jetzt den Zwiebel so, dass wir ein Rostaroma bekommen von den Zwiebeln. Aber die Zwiebel darf nicht schwarz werden. Nur einfach so eine goldene Farbe annehmen. So, und die Zwiebel riecht schon schön. Und es sieht man schon auf dem Töpfchen hier, fängt er schon braun zu werden. Gleich geben wir Möhren rein. Und schmoren wir die auch so ganz gut, halbe Minute, das reicht schon. Obendrauf können wir schon unsere Reis dazu geben. Ich verteile Reis so gerade und ich rühre dann nicht mehr, sondern gebe ich jetzt eine doppelte Menge von Wasser. So, wir haben eine Tasse Reis, geben wir zwei Tassen von Wasser. Und jetzt können wir obendrauf einfach anwürzen. Anwürzen nach Geschmack. Wie gesagt, ich gebe jetzt schwarze Pfeffer, Cayennepfeffer mit Chili, Salz. Ungefähr weiß man, wie viel Salz, aber es kann man danach im Laufe des Kochens nochmal probieren und auch noch ein bisschen nachwürzen. Es ist nicht so schlimm. Und dann auch gleich ein bisschen Zitrone. So ungefähr ein Esslöffel wird das schon. Das duftet. Eventuell so ganz vorsichtig hier oben Wasser vermischen und kann man auch probieren. Ja, ein bisschen Salz noch.
Und wie gesagt, wenn ihr es als Selbstständige Gericht macht, könnt ihr auch noch für die mehr Würze einfach von der Gemüsebrühepulver dazugeben. Bei mir gibt es heute dazu Fleisch, deswegen werde ich es nicht machen. So, und werden wir jetzt auf die mittlere Stufe fertig kochen. Ich lasse jetzt ungefähr so 15 bis 20 Minuten einfach langsam köcheln. So, es sind jetzt 20 Minuten vergangen und jetzt können wir nachschauen nach unserer Reis. Und jetzt probieren wir unseren Reis. Denn Reis im Geschmack soll nicht matschig sein, absolut nicht. Es soll noch seine kleine Festigkeit sein. Und jetzt, wenn ihr probiert habt und merkt, dass irgendwas vielleicht noch fehlt, könnt ihr auch nachwürzen. Bisschen mit Salz und Pfeffer oder sogar noch ein bisschen Zitronensaft. Jetzt mache ich den Herd aus, dass es nicht zu matschig wird und werde meinen Reis einfach schön zudecken. Ich gebe dann noch Tuch oben drauf und lasse ihn noch 10 Minuten einfach ruhen. So, meine Lieben, nach 10 Minuten können wir schon servieren. Schauen wir nach unserem Reis. Wenn ihr zum Beispiel als selbstständige Gericht serviert, könnt ihr sogar ein Stückchen Butter hier reinmischen, wenn ihr mögt. Schaut, wie toll sieht das aus für die Beilage. Perfekte Rezept, finde ich. So, jetzt serviere ich. Eventuell jetzt könnt ihr mal Petersilie und Schnittlauch reinrühren. Bei mir gibt es heute geschnetteltes. Und grüne Salat. Und das darf alles in einem Teller sein, weil ich mag es gern, wenn die Soße sogar noch in den Salat reingeht. So, alles so schön matschig. So sieht es heute aus, mein Mittagessen. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach, diese Reis zu bereiten. Und jetzt habe ich eure Bitte an mich, diese Rezept reinzustellen, erfüllt. Und ich hoffe, das wird euch gefallen und ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.